Das sind Babykrokodile. Oh, wie niedlich. Na, wo ist denn eure Mama? Ach du Scheiße, die rufen ja. Die rufen ja um Hilfe. Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Conan Exiles. Ich bin gerade auf dem Weg zum Fluss, um was zu trinken. Wir haben in der letzten Folge eine funktionierende Eisenverarbeitung aufgebaut, hinter mir auf dem Berg. Und ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt mal nach unten. Ich muss ganz dringend trinken, sonst werde ich nämlich gleich verdürsteln. Oh ja, ich sehe es schon. Seht ihr schon den Rahmen, den ich habe? Oh Gott, ich verliere ja Leben. Ach du Scheiße. Oh nein, ich sterbe gleich. Warte mal, ich habe eine Idee. Nein, ich habe das Bett ja abgelegt. Scheiße. Gott, wie schnell verdurstet man dann jetzt? Holy Macaroni! Oho! Ja, ist klar, ne? Mann, wie schnell ist man denn tot jetzt? Okay, na gut. Ich bin auf jeden Fall respawned. So sehe ich übrigens aus. Ich will meine Sachen wieder haben jetzt. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ich habe nur noch die Hälfte Leben. Tja, bin ich das erste Mal gestorben, direkt in der zweiten Folge, also in Folge 101 vom Neustart Conan Exiles. Das gibt's ja gar nicht. Ah! Lauf, wie du noch nie gelaufen bist in deinem Leben. In deinem barbarischen Leben. Schnell. Ih, was ist denn hier? Oh Gott, ich dachte, da liegt einer. Oder etwas. Verfolgen sie mich noch? Verfolgen sie mich noch? Rein ins Wasser. Ich will meine Sachen wieder haben. Aber sowas von. Die lasse ich mir doch nicht nehmen hier. Ey, krass, wie schnell man verdurstet. Das ist echt heftig, wie schnell man verdurstet. Darf ich mal sagen, wie heftig das ist, wie schnell man verdurstet? Es ist unglaublich, wie schnell man verdurstet. Das ist unfassbar, wie schnell man verdurstet. Es ist einfach ungeheuerlich, wie schnell man verdurstet. Also natürlich nicht, wenn man jetzt hier so im Wasser ist, so wie ich jetzt gerade. Aber es ist schon heftig, wie schnell man verdurstet. Also so schnell ist man früher nicht verdurstet, glaube ich. Da hatte man etwas mehr Zeit. Ha! So, ne, wie gesagt, wir bewegen uns da jetzt wieder hin zum Todespunkt. Der, so viel ich mich erinnere, nicht markiert wird, glaube ich. Also ich muss den jetzt selber wiederfinden. Wäre ich jetzt angegriffen? Nee. Nicht, wenn ich schwimme, hoffentlich. Was zum Teufel ist das da hinten? Ach, das sind Hyänen. Auch die haben jetzt Idle-Animationen, glaube ich. Die hatten vorher, glaube ich, auch keine Idle-Animationen. Die sind einfach nur rumgestanden. In der Weltgeschichte. Okay, Gott, man darf nicht zu lange schwimmen. Auch da verliert man Ausdauer dabei. Da ist ein Krokodil. Da ist ein Schieferrücken. Ignoriere mich, ignoriere mich, ignoriere mich. Ich bin keine Gefahr. Hier muss ich hoch, ne? Ja. Da müssen wir lang. Da hinten bin ich gestorben. Da so. Tja, da bin ich gestorben. Und dabei hatte ich nicht mal Feindkontakt gehabt. Mein Feind war die Wüste. Die Sahara hat mich getötet. Quasi. Und ich höre irgendwas schnaufen. Das finde ich nicht gut. Da liegt eine Hyäne unterm Baum. Im Schatten. Mehrere. Ah, ja, das war ein Krokodil. Okay. Ich glaube, da vorne sehe ich mich schon. Ich sehe meine Leiche schon. Und jetzt wisst ihr auch, warum ein Brunnen in der Wüste ziemlich wichtig ist. Weil man sonst nämlich ein mittelschweres Problem hat, was die Wasserversorgung angeht. Weil wenn wir immer ständig, wenn das Wasser leer ist, der Wassertropfen, wenn wir hier dann immer von da oben nach da unten laufen müssen, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. So, alles nehmen. Ha, ich habe einen Erfolg gekriegt. By this axe I rule. Whatever. Ich möchte auf jeden Fall erstmal wieder meinen Mundschutz anlegen, damit ich andere Leute nicht krank mache, wenn ich sie anatme. Und dann legen wir erstmal wieder das ganze Werkzeug an und den Fleisch. Den Fleisch, den ich mir stopfe in den Mund. Und dann kriege ich nämlich wieder Leben zurück. So, in der Zeit, in der wir jetzt hier uns wieder zurückbewegen mussten, ist doch bestimmt jetzt das Eisen durchgeschmolzen, oder? Ja genau, was brauche ich eigentlich für einen Brunnen? Würde gerne einen Brunnen bauen.
Ich kann den Brunnen bauen. Wo ist Brunnen? Wo ist Brunnen? Das ist mal die Frage, die alle beschäftigt. Müsste ja hier nicht aufgelistet sein. Warte mal. Wie heißt das Ding dann? Ups. Das ist falsch. Hä? Oder Wasserquelle? Quelle? Nein? Hä? Moment. Talente? Ich habe den doch freigeschaltet, oder nicht? Brunnen. Brunnen. Hergestellt, Werkbank eines Handwerkers. Ach so, okay. Das erklärt so manches. Eine Werkbank brauchen wir. Moment. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken. Werkbank. Eine werkende Bank. Das heißt, wir sagen mal Werk. Wieso wird die ja nicht aufgelistet? Wie gesagt, das System ist jetzt anders. Das ist nicht so wie früher. Es kann sein, dass die Werkbank hier jetzt gar nicht auftaucht, dass ich die irgendwo irgendwie anders machen muss. Aber das kann... Nee, doch, Moment, hier ist sie doch. Werkbank eines Rüstungs... Werkbank eines Handwerkers, genau. 40 Holz. Na, wenn das nicht easy ist, dann weiß ich es auch nicht. Moment, hier haben wir sogar Holz. Da haben wir schon genug. Werkbank eines Handwerkers. Dann haben wir hier... Genau, Rüstungswerkbank. Werkbank eines Zimmermanns, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Dann hauen wir gleich nochmal ein bisschen mehr Holz kaputt. Ja, ich glaube, Holz ist jetzt am besten, wenn ich das jetzt mitnehme. Nach oben. Weil oben haben wir ja Steine, aber wir haben kein Holz oben so richtig. Und ein bisschen Fasern hier können wir auch noch mitnehmen. Kann das sein, dass ich gerade ein bisschen Schaden kriege, weil es so... Oh Gott, da habe ich mich erschrocken. Was zur Hölle war das denn? Achso, er hat die Werkbank gebaut, oder? Ich glaube, ja. Also das Geräusch, ja, das weckt Tote auf. Wenn man das so laut hört, wie ich das gerade gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich es bei euch auch so laut mache. Eigentlich, wenn ich fies wäre, müsste ich das machen. Damit ihr genauso viel davon habt, wie ich. Nämlich einen halben Herzinfarkt. Aber vielleicht bin ich auch sozial und mache es nicht so laut. Nicht ganz so laut. Dass euch vielleicht nur das Trommelfell platzt. Mal gucken. Ich weiß es nicht. So, dann bauen wir das mal dann auf. Ich will gerade nicht rennen, ne? Muss ich gerade erklären, weil dann verbrauche ich Stamina und Wasser und das ist gerade in der Situation hier nicht ganz so gut. Ich brauche hier dringend ein Bett. Das steht auch mal fest, ne? So, da haben wir die Werkbank und die stellen wir mal hier hin. Schön nah ran, dann sparen wir ein bisschen Platz. Genau. So, ach, das ist ja niedlich. Guckt mal. Dekorative Pflanztröge kann man jetzt bauen. Das ist schick, ne? Kann man sich so ein bisschen hier sowas gestalten, so ein bisschen. Wandschilder kann man machen. Also ich sage, es ist unglaublich viel dazugekommen bei Conan. Nein, ich brauche Ziegel und geformtes Holz und Teer, um so einen komischen Brunnen zu bauen. Okay, na gut, für Ziegel müssen wir ja nur Steine backen. Das sollten wir aber jetzt schon anfangen, definitiv, weil es könnte sein, dass das ein bisschen dauern wird. Mit den Ziegeln. So ein bisschen. So minimal lange. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Du bist überlastet. Stimmt gar nicht. Doch, stimmt. Verdammt. Aber ich kann trotzdem noch etwas rennen. Das haben sie aber auch wirklich, wie gesagt, geändert, das System. Dass man bei Überladung wirklich schon kaum noch was machen kann, weil früher war es so, man konnte noch relativ viel machen, wenn man überladen war in Conan. Das geht jetzt nicht mehr. Nicht mehr so einfach. So. Waren das denn die Ziegelhersteller? War doch so, oder nicht? Ich habe das doch dann alles hier reingelegt. Oder nicht? Mal gucken. Ja, genau. Ich wollte schon sagen, warum funktioniert das denn nicht? Er verbrennt jetzt offensichtlich auch nur so viel Material, wie er braucht, um die Sachen herzustellen. Also die Öfen und so, die halten dann auch irgendwann an tatsächlich. Okay, das reicht aber lange nicht. Wir brauchen mehr Ziegel. Brauchen mehr Zeug. Gott, meine Axt ist ja gleich kaputt. Wie uncool. Wie uncool, wie uncool. Ich glaube, die kann ich auch gar nicht reparieren.
Das geht, glaube ich, gar nicht. Brauche ich, glaube ich, ein Reparaturkit dazu. So, wunderschön. Hier, das packen wir auch noch dazu. So. Okay, wunderschön. So, jetzt will ich mal schauen. Also, wir brauchen nochmal hier geformtes Holz. Teer kriege ich, glaube ich, an der Gerberei, genau. Da muss ich dann Tierfelle gerben. Apropos Tierfelle, warte mal, das können wir auch mal machen. Habe ich meinen Bogen? Ja. Wir können mal Tiere jagen und die mal ausnehmen, damit wir ein paar Felle kriegen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, mit was ich mich und vor allem auch in welche Richtung ich mich in den Norden dann überhaupt aufmachen soll. Das ist ja jetzt das große Ziel, dass wir in den Norden gehen. Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt, wie das genau funktioniert dann. Ich weiß auch gar nicht, wo wir da hin müssen. Ich muss mal auf die Map gucken. Ah, okay, hier ist, glaube ich, der Norden. Da so. Das heißt, wir müssten eigentlich dem Fluss einfach folgen, um in den Norden zu kommen. Ich weiß halt nicht, ob ich da rüstungsmäßig irgendwie was brauche, um mich vor der Kälte zu schützen. Höchstwahrscheinlich ja. Also es wäre wahrscheinlich schon etwas komisch, wenn ich in dem Norden da einfach rumlaufen könnte, ohne dass da irgendwie die Temperatur sich negativ auswirkt. Ich könnte wetten, dass man da auch sehr viel Essen braucht. Ich finde das cool, dass es jetzt auch so Jungtiergazellen gibt. Die gab es früher nicht. Da gab es nur die alten hier, die hier. Wow! One shot! Nicht schlecht. Tierhaut, jawohl. Soll ich das Baby töten? Nein, wir töten keine Babys. Wir töten keine Babys, wir töten nur die Erwachsenen. Aber eigentlich ist das dumm, oder? Wenn ich alle Erwachsenen töte, sind die Babys auch aufgeschmissen. In den Po. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte den Kopf treffen. Ich bin so... Ich bin so ein schlechter Schütze. Ja, häng fest, genau. Oder vergiss einfach, dass du angegriffen wurdest. Ist auch gut. Wo ging der denn bitte hin? Yo, das war ein Treffer. In den Oberkörper. Oh, warte mal. Ja, genau. Die rennt zu den Hyänen, ist klar. Natürlich. Das ist aber der sicherste Platz, muss man wirklich sagen. So doof ist das gar nicht. Es ist zumindest sicherer als bei mir. Das war ein Schuss. Ein sehr, sehr guter Schuss. Tierhaut. So, ich weiß gar nicht, wie viel... Ach ja, das bin ja ich. Kann ich mich selbst eigentlich auch? Ja, Menschenfleisch. Geht offensichtlich. Ist ja fast wie ein Ark. Aber ich werde natürlich kein Menschenfleisch kosten, ne? So tief sinkt man nicht. Ist das da hinten? Was ist das denn? Ist das auch eine Gazelle? Das sieht anders aus da hinten, oder? Da? Das ist nicht... Das ist keine normale, glaube ich. Vielleicht sollte ich mich vor der lieber fernhalten. Wahnsinn. Ja, aber hallo, das war gut. Das war nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber natürlich kriege ich dafür kein Fell. Warum auch? Es war so gut. Okay, so kann man auch mal daneben schießen, oder? Ach, verdammt. Wow! Ah! Nahkampf! Aua! Oh Gott, der macht viel Schaden. Kein Problem für mich. Kein Problem für mich. Du bist überlastet. Nein, bin ich nicht. Ich brauche hier die Haut. Du bist überlastet. Ja, mein Gott, dann schmeiß halt das rohe Fleisch weg. Damit können wir eh nichts anfangen. Ablegen. Und vielleicht sollte ich eher das Menschenfleisch ablegen. Das werde ich sowieso nicht essen. Was ist das eigentlich? Ein abgetrenntes Bein? Noch ein abgetrenntes Bein? Ja, wie viele Beine habe ich denn gehabt? Das sind ja viel zu viele Beine. Das sind doch mindestens jetzt 6 Beine gewesen. Das heißt, ich bin ein Insekt. Ich bin kein Mensch und kein Tier und auch kein Unteroffizier. Ich bin irgendwas. Ich bin irgendein Wesen, das mehrere Beine hat. Ich bin wahrscheinlich so ein Das Ding-Wesen. Das Ding aus einer anderen Welt. Genau sowas. Ist ja verrückt. Verrückt ist das ja geradezu. Total verrückt. Oh Gott, Ausdauer. Oh nein, mein Trinken ist ja schon wieder halb verbraucht, ey.
Da muss ich ja gleich eh wieder runterlaufen. Manu! Meine Güte! Ja, die Öfen sind aus. Das ist schon fast symbolisch. Moment, das packen wir mal jetzt hier rein. Korrekt. Das legen wir weg. Das braucht man wirklich nicht. Hier irgendwelche Köpfe oder so. Und dann würde ich mal sagen, wirf das mal an, diesen Prozess. Genau. Warte mal, brauchte ich nicht hier heute auch für ein Bett? Ja, tatsächlich. Vielleicht sollte ich da mal ein paar wieder rausnehmen. Und erstmal ein Bett bauen. Dann kann ich nämlich hier respawnen, wenn ich das nächste Mal wieder verdurste. Hammer's? Ja. So, dann packen wir das wieder rein und machen wieder hier den Check. Und das Bett, das stellen wir jetzt mal... Ja, ich würde sagen, hier so in die Ecke. Ja, so. Oder vielleicht nicht so, dass es die Tür blockiert. Vielleicht eher so. So. Irgendwie. So. Aha! Was? Ein Sleeper Awake. Oh, Sleeper Awake habe ich bekommen als Achievement. Ihr seht die Achievements immer nicht, die Steam Achievements, wenn die eingeblendet werden. Ich lese sie dann vor, wenn ich sie dann mitbekomme. Also, die sind aber auch neu. Also, dieses Achievement gab es damals definitiv nicht. Sonst hätte ich das ja auch schon, ne? Dann wäre das ja nicht jetzt gekommen. Also, ich gehe jetzt nochmal runter zum Wasser und versuche auf dem Weg dahin auch nochmal ein bisschen, ne? Bisschen, Fell zu bekommen. Ja, ich finde das gut, dass es jetzt auch Antilopen gibt, die einen angreifen, ehrlich gesagt. Dass es nicht mehr ganz so easy ist, das Fell zu bekommen. Weil das war damals schon echt easy, an Tierhaut zu kommen. Die hat man ja teilweise dann am Ende schon in riesigen Mengen gehabt. Ja, da musste man ja gar nicht mehr drauf achten eigentlich. Weil man wusste ja dann auch safe, okay, bei der nächsten Antilope kriege ich ja eh wieder genug. Na, also das war ja kein großes Problem. Und jetzt, wenn sie sich auch mal wehren, ist das eigentlich, finde ich, gut. Finde ich sehr gut. Was war das bitte? Irgendwer hat geknurrt. Und es war nicht mein Magen. Es war nicht der Magen. Es war definitiv nicht der Magen. So, da unten ist Wasser. Da müssen wir ganz dringend hin. Boah, ich mache drei Kreuze im Kalender, wenn wir den Brot... Ha! Oh, was ist das für ein Riesenkrokodil, Alter? Das ist nochmal ein größeres, oder? Aber sowas von ist das größer. Ja, das ist da. Guck mal, siehst du, das ist ein normales Krokodil da links. Da. Und da, das ist nochmal so ein fetter Oschi, so ein Megakroko. Aber die geben sich ja echt die Klinke in die Hand, wenn ich das mal sagen darf. Alter, ist das ein riesiges Vieh. Die gab es früher auch nicht, definitiv nicht. Da hätte ich, glaube ich, auch keine Chance gegen das Vieh. Höchstens, wenn ich von oben drauf schieße. Die haben jetzt so die Oase umzingelt, sodass man da nicht ran kann. Um zu trinken. Diese kleinen Krokodilschweinchen, diese miesen. Und da liegt irgendwas da hinten. Seht ihr da liegt irgendwas. Das ist, was ist das? Oh! Okay, hat mich nicht gesehen. Jetzt habe ich hier meine Lücke, wo ich reinschlupfen kann. Ah, oh, das sind Babykrokodile, guckt mal. Habe ich getrunken? Jetzt habe ich getrunken. Das sind Babykrokodile. Oh, wie niedlich. Ja, wo ist denn eure Mama? Ach du Scheiße, die rufen ja. Die rufen ja um Hilfe. Holy Macaroni. Okay. Die rufen um Hilfe. Das habe ich ja noch nie erlebt. Okay, das ist cool. Ich finde das cool, dass die Tiere und die ganze Tierwelt jetzt auch ein bisschen interessanter geworden ist. Die war ja vorher doch schon irgendwie ein bisschen sehr... Naja, simpel eigentlich so. Also das war in Conan Exiles nie so geil umgesetzt. Muss man wirklich mal sagen. So, da hinten die Hyänen, die machen wir jetzt mal platt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die auch mehr können. Ist das da eine Gazelle? Oh, ist das eine Babyhyäne? Ja, das ist eine Babyhyäne. Das sind Babyhyänen. Oh, wie niedlich. Sie haben mich noch nicht angegriffen. Cool, dass es jetzt auch Babys gibt. Aha. Warte. Ups. Aha. Ah.
Na, ja, komm her. Los. Komm. Ha, 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 ha. Wahoo. Und jetzt muss ich euch mal ausnehmen. Hyänenfell. Ach was, da kriege ich gar keine Tierhaut? Wenn ich Hyänen abschlachte, dann kriege ich nur Hyänenfell. Na gut, macht auch irgendwie Sinn, ne? Aber irgendwie auch nicht. Vielleicht kann ich aus Hyänenfell auch was anderes herstellen. Wo sind jetzt die Babys? Ich will mir die Babys nochmal angucken. Sind jetzt weggelaufen? Schade. Ich will mir die Hyänenbabys angucken. Was? Was war das? Ha! Oh! Wirst du wohl nicht so etwas tun, so etwas Garstiges, mich einfach von hinten zu erschrecken? Ich glaube, da hinten ist ein Baby. Ich habe ein Baby gesehen. Ich will das Baby sehen. Ich will das Baby sehen. Ich will das Baby sehen. Wo ist das Baby? Oh, wie niedlich. Ist das nicht süß? Guckt es euch an. Guckt mich an. Oh, ich kann es nicht töten. Es ist so niedlich. Es ist einfach so niedlich. Ich kann es nicht töten. Guckt es euch an, wie niedlich es ist. Das kann man nicht töten. Das kann man einfach nicht. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Das kann ich nicht töten. Das ist Bambi. Aber ich brauche gerade Tierhaut. Deswegen tut es mir leid. Aber ich muss es jetzt tun. Ich brauche deine Haut. Danke sehr für die Haut. Und die steckt man dann gleich mal hier, ne, in die Dings. In die Gerberei. Ich nehme den da auch noch mit. Mit dem Schwert. Mit meinem großen Schwert. Komm schon. Und. Jawoll. So, Kadavia. Nein, flieg nicht weg. Ich muss dich da ausnehmen, Mensch. Ja, jetzt habe ich hier Fleisch gekriegt. Will ich gar nicht. Wie viel Haut habe ich denn? 44. Ich brauche mehr Haut. Ich brauche viel mehr. Oder ich nehme jetzt mal zum Jagen. Nehme ich jetzt mal den Bogen. Lol, die fliegt da drüben. Seht ihr das? Ups. Yes, das war gut. Und ausnehmen. Herrlich. Du bist überlastet. Dann schmeiße es weg. Nein, nicht benutzen. Ablegen. Ablegen und die Köpfe auch. Köpfe brauchen wir nicht. Die kann man irgendwann auch benutzen, um Trophäen herzustellen. Wenn man das geskillt hat entsprechend. Ups. Jawohl. So. Lalala, lalala. Ja. Ich habe Haut. Die ist ganz wichtig. Ja, wir brauchen Teer, dann kann man einen Brunnen herstellen. Da müssen wir nicht immer runterlaufen zum Wasser. Und wie gesagt, das Ziel ist jetzt, ein bisschen bessere Ausrüstung zu bekommen, ja. Damit wir, wenn wir dann in den Norden gehen, in die Nordgebiete, dass wir da halt ordentlich was am Start haben. Dass wir da nicht einfach hier, keine Ahnung, mit den Normalklamotten hinlaufen müssen. Wann kommt Conan Exiles eigentlich raus aus der Early Access? An welchem Tag? Es soll am Dienstag, glaube ich, sogar schon soweit sein. Das wäre dann nach Adam Riese morgen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe das Datum gerade nicht genau im Kopf, aber es ist auf jeden Fall irgendwann in dieser Woche und ich glaube, es war Dienstag. Müsste der 7. oder der 8. sein irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es jetzt kurz davor, released zu werden. Und dann wird es natürlich auch nochmal ein großes Update geben. Es kann sein, dass ich mich dann vielleicht nochmal umentscheide. Dass ich dann sage, okay, Conan Exiles ist jetzt raus. Da sind jetzt neue Gebiete drin. Da kommt auch noch ein Vulkangebiet und ein Dschungelgebiet. Dass ich dann zum Beispiel sage, okay, wir gehen jetzt nicht ins Nordgebiet. Wir gehen jetzt lieber ins Dschungelgebiet zum Beispiel. Ja, kann durchaus sein, dass ich da nochmal eine kleine Planänderung vornehme. Aber jetzt würde ich erstmal gerne das Nordgebiet in Angriff nehmen. So, Werkbank des Handwerkers. Ne, Moment, da will ich gar nicht ran. Ich will hier ran. Und dann sagen wir mal, tu es. Und dann sagen wir mal, Werkbank des Handwerkers. Da packen wir das mal alles rein. Und wir brauchen eigentlich mal dringend ein Feuer. Wie kann ich das denn machen? Ein lagerndes Feuer, genau. Wir brauchen Stöcke und wir brauchen Steine dafür. Dann können wir nämlich ein bisschen kochen. Aber warte mal, ich kann eigentlich vielleicht auch sogar schon direkt so eins machen. Großes Lagerfeuer. Da brauchen wir mehr Stöcke und mehr Steine. Okay, dann nehme ich die Stöcke hier wieder raus. Und dann holen wir uns noch ein paar Steine. Oh Gott, meine Axt, meine Spitzhacke ist wirklich fast kaputt. Da geht nicht mehr so viel. Müssen wir mal gucken, ob ich die dann einfach so reparieren kann. Ob ich da jetzt wirklich so ein Kit brauche dafür.
Aber ich glaube, man kann auch mit einer kaputten Spitzhacke noch weiter abfarmen. Das geht dann halt noch nicht mehr so gut, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es gerade nicht genau. Genau. Herstellen. Ich glaube, so ein großes Lagerfeuer ist schon nicht verkehrt. Oh Gott, das ist wirklich ein großes Lagerfeuer. Das baue ich mal vor das Haus auf, glaube ich. Das ist mir zu riesig im Haus. Kann man das hier hinsetzen? Ja, kann man. Sehr gut. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, meine lieben Freunde, aber ihr seht vielleicht, der Sand, der ist so ein bisschen dynamisch. Seht ihr das? Wenn ich hier so durchlaufe, dann ziehe ich so eine Furche hinter mir her und das sieht eigentlich ziemlich gut aus, muss ich mal sagen. Und auch wenn ich hier Gebäude platziere, dann rutscht der Sand so ein bisschen weg. Also das ist jetzt kein richtiger Sand im Sinne von, das sind einzelne Körner, die da irgendwie berechnet werden, aber das ist so eine, ja, so eine dynamische Oberfläche einfach. So ein bisschen wie so ein Stoff, kann man sich das vorstellen, der dann so ein bisschen nachgibt. Das ist eigentlich ziemlich nice gemacht. Coole Technik. So, genau, ich möchte mal jetzt da ein bisschen Fleisch braten da drinne. Die Stöcker packt man dann auch wieder weg. Die müssen wir ja nur nicht alle mitnehmen. Und da muss ich mal gucken, was ich brauche, um Reparaturkits herzustellen. Bestimmt brauche ich da auch irgendeine Werkbank dafür, an denen ich überhaupt erstmal so ein Reparaturkit machen kann. So. Jawohl, das geht doch mal fix hier. Guckt euch das mal an. Sehr gut, dann haben wir wieder Essen. Und jetzt würde ich tatsächlich mal gucken, wie viel... Okay, hier haben wir 34 Ziegel, hier haben wir 40 Ziegel. Wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Eisen versuchen einzuschmelzen. Könnte nicht verkehrt sein. Okay, so viel zum Thema. Die Spitzhacke kann auch benutzt werden, wenn sie kaputt ist. Reparieren. Mehr Eisenbarren erforderlich. Ah ja, okay. Naja gut. Ich dachte jetzt, man bräuchte ein Kit dafür. Vielleicht geht das noch nicht mit Kits. Okay, alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Dann ist das System immer noch so ähnlich wie damals. Nur jetzt braucht es auf jeden Fall länger, bis das repariert ist. Was eigentlich auch gar nicht schlecht ist. Wenn man jetzt eine Waffe repariert, kann man das nicht einfach im Kampf machen. Man muss das halt machen, wenn man nicht im Kampf ist, ne? Ich glaube, die Reparaturkits sind dann auf jeden Fall dafür da, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht, könnte ich mir vorstellen. Also, ich weiß jetzt nicht genau. Wie gesagt, ich weiß auch nicht alles jetzt, muss ich dazu sagen. Also, ich habe viele Sachen auch nicht nachgelesen oder so. Ja. Ach, da hinten sind ja Steinnasen. Oder Felsnasen. Da weiß ich gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde gerade. Ich glaube, das finde ich eher schlecht, wenn die jetzt auch hier hinten spawnen. Weil hier war es eigentlich immer so schön ruhig in der Gegend. Kein Stress, keine Gegner, außer so ein komisches Riesennashorn. Und jetzt sind da die Steinnasen. Das finde ich ein bisschen uncool, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge Conan Exiles zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Conan Exiles. Und dann geht's hier weiter, dann schmelzen wir Eisen ein. Und wahrscheinlich könnte es sein, dass dann vielleicht sogar schon der Early Access Release gewesen ist. Mal schauen, ich weiß es nicht genau. Ihr werdet es rausfinden und ich werde es hoffentlich auch rausfinden. Bis zur nächsten Folge Conan Exiles. Bis dann, ciao, ciao.